Gnade und Frieden ist mit uns von Gott, unserem himmlischen Vater, und von Jesus Christus, unserem auferstandenen Heiland und Erlöser. Amen. Jesus Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Liebe Gemeinde, mit diesem Wort unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am Ostersonntag. Ich freue mich, dass wir als Gemeinde unseres Herrn zu diesem Gottesdienst haben zusammenkommen dürfen und dass wir seine Auferstehung feiern dürfen, denn er ist für uns auferstanden. Er ist auferstanden, um uns das ewige Leben zu schenken. Er ist auferstanden, um uns in unserem Leben Hoffnung und Sinn zu geben. Er ist auferstanden, um es auf unserer Welt voll Not und Finsternis hell werden zu lassen. Zur Ehre unseres himmlischen Vaters und unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus stimmen wir ein in das Osterlied 566. Gelobt sei Gott im höchsten Thron. 466, wir singen vorerst die ersten 5 Strophen. Gott im höchsten Thron.
Wir wollen beten, wem es gut möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, deine Auferstehung ist die schönste Botschaft, die das Evangelium uns sagt. Sie gibt uns die Hoffnung, dass einmal alles ins Reine kommen wird. Für die persönlich leidenden Menschen, für die von Krieg und Not Betroffenen, für die, die sich nicht verstanden fühlen, für alle, die dir vertrauen und zu dir aufschauen. Herr, wir bitten dich, sei du jetzt mitten in diesem Gottesdienst, sprich du zu uns. Hilf uns, dein Wort zu verstehen und anzunehmen. Du weißt, wo wir auf unserem ganz persönlichen Glaubensweg stehen. Danke, wenn wir ganz an dich und deine Auferstehung glauben dürfen. Danke, dass du uns auch begleitest, wenn wir noch zweifelnd sind. Dir dürfen wir vertrauen. Herr, wir loben dich und wir preisen dich, jetzt und für immer. Amen. Unseren Glauben bekennen wir mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, entweder die Nummer 263 oder dann auf der Leinwand. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vom begonnenen Osterlied 466, Gelobt sei Gott im höchsten Thron, singen wir nun noch die Strophen 6 bis 10. Thank you.
Als Schriftlesung hören wir aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes die Verse 1 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt hier: Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch nicht in einem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben bekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Vom Lied 478, Jesus, meine Zuversicht, singen wir die ersten vier Strophen. 478, 1 bis 4. Thank you.
Liebe Gemeinde, als Bibeltext für unsere diesjährige Osterpredigt habe ich die Geschichte vom Fund des leeren Grabes ausgesucht, so wie uns Lukas davon berichtet. Wir hören aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 1 bis 11, wie drei Frauen aus dem Umfeld von Jesus am Ostermorgen das Grab Jesu aufsuchten. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, und er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Liebe Gemeinde, in den orthodoxen Kirchen gibt es an Ostern einen alten und wunderschönen Brauch. Wenn sich zwei Menschen am Ostermorgen begegnen, spricht der eine zur Begrüßung das Bekenntnis aus: Christus ist auferstanden, und der andere erwidert den Gruß mit der Bekräftigung: Er ist wahrhaftig auferstanden. Hier dieses Bekenntnis in einer orthodoxen Kirche in Sustal in Russland: Christos voskresje, Christus ist auferstanden. Und dann die Antwort: Er ist wahrhaftig auferstanden. Dank meiner russischen Großmutter kannte ich und pflegten wir diesen Brauch natürlich auf Russisch, seit ich mich erinnern kann. In unserem Predigttext kommen die Frauen vom leeren Grab zurück zu den Jüngern und sagen und bekennen ihnen, was sie gesehen und gehört haben: Christus ist auferstanden. Und was geben die Jünger zur Antwort? Nein, es ist keine Bekräftigung wie in der orthodoxen Kirche. Sie antworten nicht: Er ist wahrhaftig auferstanden. Nein, im Gegenteil. Sie glauben den Frauen nicht. Ihre Worte kommen ihnen wie leeres Gerede vor. Die Frauen konnten es glauben und bekennen, dass Jesus vom Tod auferstanden war, weil sie das leere Grab sahen und diese beiden Männer am Grab sie aufforderten, sie sollen sich daran erinnern, dass Jesus selbst angekündigt hatte, dass er auferstehen werde. Da konnten sie sich erinnern, glauben und die frohe Botschaft weitersagen.
Auch den Jüngern hatte Jesus gesagt, dass er gekreuzigt und am dritten Tage auferstehen werde. Und dennoch erinnerten sie sich nicht daran, konnten sie die Worte der Frauen nicht glauben. Aber auch uns ist ja so viel gesagt und immer wieder gesagt. Jesus ist auferstanden, er ist Gottes Sohn. Und im Glauben und im Vertrauen auf ihn dürfen wir das ewige Leben und Gemeinschaft mit Gott erben. Und noch vieles mehr. Erinnern wir uns daran, dass dies uns Gottes Wort verheißt und bezeugt. Und glauben wir daran. Es ist erstaunlich, wie ehrlich in unserem Predigttext über die Reaktion der Jünger Jesu berichtet wird, als die Frauen ihnen sagten, dass Jesus vom Tod auferstanden sei. Und ich staune darüber, wie ehrlich die Jünger sind. Sie halten die Worte der Frauen, die Botschaft von der Auferstehung Jesu, für leeres Gerede. Sie, Jesu Jünger, unsere Glaubensvorbilder, glaubten nicht und sie standen dazu, dass sie nicht glaubten. Vielleicht sind sie uns aber gerade darum Vorbilder im Glauben, weil sie zu ihrem Unglauben stehen konnten. Sie können Vorbilder im Glauben sein, weil sie nicht einen Glauben vortäuschen mussten, weil sie nicht sagen mussten, ja, ja, wir glauben es, dass er auferstanden ist, er hat es ja selber gesagt. Und in Wirklichkeit glaubten sie nicht daran. Hätten die Jünger Jesus so reagiert, hätten sie gesagt, dass sie an die Auferstehung Jesu glaubten, auch wenn dies nicht der Fall war, dann hätten sie keine Glaubensvorbilder sein und werden können. Ihr vorgetäuschter Glaube und die im Entstehen begriffene christliche Gemeinde wären vielleicht zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Die Jünger standen aber zu ihrem Unglauben. Ihr Unglaube war echt. Sie zuckten nicht nur mit den Schultern und sagten, ja, vielleicht schon möglich. Nein, sie standen dazu, dass sie es nicht glaubten. Und weil ihr Unglaube echt war, konnte später auch ihr Glauben echt sein, nachdem ihnen der Auferstandene begegnet war. Darum konnte ihr echter Glaube dann auch die bekannte Überzeugungskraft und Ausstrahlung haben, dass sich der Glaube an Jesus Christus als unserem auferstandenen Herrn in den ersten Jahren und Jahrhunderten nach seiner Auferstehung so unwiderstehlich ausbreiten konnte. Und wie steht es mit unserem Glauben und unserem Unglauben? Ist unser Glaube und unser Unglaube auch so echt, wie es der Glaube und der Unglaube der Jünger war? Viele Menschen feiern heute Ostern, also das Fest der Auferstehung Christi, mit den bekannten Bräuchen, auch wenn sie nicht so ganz daran glauben oder daran zweifeln, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Und viele feiern aber auch Ostern, weil sie daran glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er vom Tod auferstanden ist. Weil dieser Glaube und das Vertrauen auf Jesus in ihrem Alltag eine Bedeutung hat. Beide feiern Ostern. Die Auferstehung Jesu, diejenigen, welche ganz daran glauben und auch die anderen. Welches ist da der echte Glaube? Nimmt nicht der unechte Glaube dem ganzen Glauben die Echtheit?
Wenn jeder schon seinen Glauben hat und sich als Christ fühlt und bezeichnet, auch wenn er nicht von ganzem Herzen an das Kernstück unseres Glaubens glaubt, nämlich dass Jesus vom Tod auferstanden ist, dann ist der Glaube derer, die wirklich glauben, dass Jesus vom Tod auferstanden ist, auf den ersten Blick für viele nichts Besonderes mehr. Und trotzdem, genau dieser Glaube, dass Gott in Jesus Christus den Tod besiegt hat, ist das Kernstück unseres Glaubens, ohne den das Christentum höchstens noch ein kulturelles Relikt wäre. Um diesem Kernstück unseres christlichen Glaubens seine volle Bedeutung zu geben, können wir niemandem befehlen, der nicht an die Auferstehung Jesu glaubt, er müsse so echt zu seinem Unglauben stehen, wie dies die Jünger Jesu zunächst taten. Aber wir können, wie die Jünger Jesu, die später auch konnten, echt zu unserem Glauben stehen. Wir können durch unser Wort bekennen, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Und wir können durch unser Leben bekennen, dass wir dem Gott vertrauen, der Jesus vom Tod auferweckt hat, dass wir uns letztlich weder auf unsere Stärke noch auf unser Können und Wissen noch auf Besitz oder Macht verlassen, sondern auf den Gott, der stärker ist als alle weltliche Macht, der stärker ist als alles Böse und Finstere auf dieser Welt, der stärker ist als der Tod. Ich habe vom echten Unglauben gesprochen, der das Wort vom auferstandenen Jesus und somit den ganzen christlichen Glauben als leeres Gerede bezeichnet. Und ich habe vom echten Glauben gesprochen, der an die Auferstehung Jesu glaubt. Es braucht Mut, sich zum einen oder zum anderen zu bekennen. Und dennoch möchte ich Ihnen Mut zu einem echten Bekenntnis machen. Bekennen Sie sich, wie die Frauen, die das leere Grab fanden, zu ihrem Glauben. Oder bekennen Sie sich, wie die Jünger Jesu, als sie davon hörten, zu ihrem Unglauben. Denn es gibt beide Glaubenswege. Den Weg der Frauen am leeren Grab, die auf das Wort der beiden Männer hin auf Anhieb glauben und Jesus seinen Jüngern als den Auferstandenen verkünden konnten. Und es gibt den Weg der Jünger, der zuerst den Umweg über den Unglauben machen musste, um zu einem echten Glauben zu finden. Beide Wege sind möglich. Und beide Wege sind Gottes Wege, auf denen er uns Menschen echten Glauben schenken kann. Und gerade der echte, offen eingestandene Unglaube ist eine Chance, dass Gott wirklich Glauben schenken kann, wie bei den Jüngern Jesu. Lange Zeit konnte man aus gesellschaftlichen Gründen nicht zum Unglauben stehen. Es wurde einfach erwartet, dass man zum Glauben stand, sonst lief man Gefahr, ausgeschlossen zu werden. Heute können viele nicht zu einem echten Glauben finden oder stehen, weil man von ihnen Unglauben erwartet. Oder sie meinen mindestens, dass man das von ihnen erwarten. Die Jünger Jesu standen zu ihrem Unglauben, obwohl man gerade von ihnen doch Glauben erwartet hätte, und Gott segnete sie und schenkte ihnen echten Glauben. Echter Unglaube, zu dem man wirklich steht, ist nichts Minderwertiges oder Verachtenswertes. Und Sie werden vielleicht erstaunt sein, wenn ich Sie als Pfarrer und erst noch an Ostern dazu auffordere, wenn Sie nicht an die Auferstehung Christi glauben können,
auch dazu zu stehen. Sie tun damit nichts anderes als die Jünger Jesu. Seien sie aber auch offen, wie die Jünger Jesu ihren Unglauben durch Gottes Gnade in Glauben wandeln zu lassen. Die Jünger Jesu waren trotz ihres anfänglichen Unglaubens bereit, dem Auferstandenen zu begegnen. Selbst der sogenannte ungläubige Thomas, der sagte: Wenn ich nicht an seinen Händen die Male der Nägel sehe und lege meinen Finger in das Mal der Nägel und lege meine Hand an seine Seite, werde ich es nicht glauben. Selbst dieser Thomas war bereit, zusammen mit den anderen Jüngern auf die Begegnung mit dem Auferstandenen zu warten. Und die Bereitschaft zur Begegnung mit dem Auferstandenen ermöglichte die Begegnung mit ihm und den Glauben an ihn. Wie können aber wir Erfahrungen und Begegnungen mit dem Auferstandenen machen, damit sich unser Unglaube in Glauben wandeln darf? Ein Pfarrkollege hat einmal eine ganze Reihe von Antworten zusammengestellt, die er auf die Frage erhalten hat, wie Christen die Liebe und die Realität Gottes und Jesu ganz konkret erfahren haben. Diese Antworten lauteten zum Beispiel in einem sehr persönlichen Gespräch mit einem Seelsorger oder im stillen Gebet bei mir zu Hause, als auf einmal der ganze Raum derart von der Liebe Gottes erfüllt war, dass ich es geradezu körperlich spüren konnte. Oder als, nachdem ich meine Frau verlassen hatte, ein Bruder aus der Gemeinde kam und mich umarmte. Oder als mich in einem Gottesdienst die Predigt so sehr ansprach, dass ich anschließend stundenlang vor Glück weinte. Oder als ich von einer schweren Krankheit geheilt wurde. Oder als ich in den letzten Ferien am Meer so richtig ausspannen konnte. Oder als mir Glaubensgeschwister die Hände auflegten und dafür beteten, dass der Heilige Geist mich von oben bis unten erfüllt, bis ich es in meinem ganzen Körper spüren konnte. Oder im letzten Gottesdienst während dem Abendmahl. Oder immer, wenn ich mir bewusst eine stille Zeit fürs Bibellesen und Beten nehme. Sie sehen es, es gibt unzählig viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir Gott und wie wir dem auferstandenen Christus begegnen können, beziehungsweise wie er uns begegnet. Damit wir in diesen alltäglichen Dingen aber wirklich unserem Herrn begegnen können, müssen wir dazu bereit sein. Ich habe Sie vorhin dazu aufgefordert, auch zu Ihrem Unglauben zu stehen. Ich fordere Sie aber auch auf, auch offen zu Ihrem Glauben zu stehen, wenn Sie es glauben, dass Jesus vom Tod auferstanden ist, so wie das die Frauen den Jüngern gegenüber getan haben. Selbst auf das Risiko hin, dass ihre Worte und ihr Glaube auch für leeres Gerede gehalten werden. Aber nur weil die Frauen zu ihrem Glauben standen, konnte sich der Unglaube der Jünger letztlich in Glaube wandeln. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Bekenntnis begrüßen sich die orthodoxen Christen am Ostermorgen. Ich stehe dazu, dass ich glaube, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist und heute noch lebt und Gottes Macht innehat. Ich stehe aber auch dazu, dass mir der Glaube nicht in die Wiege gelegt wurde, auch wenn
bei uns zu Hause diese Tradition mit dem österlichen Bekenntnis vorhanden war. Wie die Jünger Jesu machte auch ich einen Umweg über den Unglauben. Man mag es intellektuellen Zweifel oder Zeitgeist nennen. Und trotzdem weiß ich heute, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, weil Gott selber mir begegnet ist. Darf ich wissen, dass Gott stärker ist als der Tod und alle Macht und alles Böse auf unserer Welt, dass Jesus Christus unser Heiland und Erlöser ist, dass unser Leben durch ihn einen Sinn bekommt und zu ewigem Leben wird. Ja, ich bekenne es. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja und Amen. Zum Gebet bitte ich Sie aufzustehen. Herr Jesus Christus, du bist unser Herr, der vom Tod auferstanden ist. Du hast den Tod besiegt, nicht nur für dich, sondern auch für uns, damit wir leben können. Du hast alles von uns weggenommen durch deinen Tod, was uns von dir trennt. Und durch deine Auferstehung hast du uns den Weg zu Gott, zu deinem und unserem himmlischen Vater endgültig aufgetan. Du weißt, wo wir ganz persönlich auf unserem Glaubensweg stehen, ob wir glauben oder nicht glauben, oder ob wir irgendwie dazwischen stehen. Hilf uns, es uns selber ganz bewusst zu werden. Hilf uns auch dazu zu stehen, wo wir uns auf unserem Glaubensweg befinden. Und begegne du selber uns allen immer wieder aufs Neue, dass wir dich erkennen können, mitten in unserem Alltag. Herr, wir feiern deine Auferstehung und das Leben. Und auf unserer Welt herrscht so viel Not und Elend, Krieg, Armut und
und Hunger. Wegen dem Glauben an dich werden Menschen verfolgt, benachteiligt, eingesperrt. Herr, begleite du alle diese Menschen. Lasse sie erleben, dass du ihnen nahe bist, dass du größer und stärker bist als ihre Not. In der Stille des persönlichen Gebets bringen wir die Menschen und Anliegen vor dich, die uns heute Morgen besonders bewegen. Danke, Herr, dass unsere Anliegen dir wichtig sind. Amen. Ich sage es jedem, das erlebt. Von diesem Lied 484 singen wir alle 5 Strophen. Am Gründonnerstag haben wir auf dem Friedhof Adelboden vom Karim Armet müssen Abschied nehmen. Der Karim Armet war der Sohn von der Marie und dem Christian Marmet. Er war an der Hirzboden Portstrasse 14 in Adelboden die Heime und am 7. April im 70. Lebensjahr verstorben. Herr, du unser Gott und himmlischer Vater, danke für das Leben, das du am Kari auf dieser Welt geschenkt hast. Danke, dass er auf seine ganz spezielle Art so viel Reichtum für andere gegeben hat, seinen Eltern, seinen Geschwistern. Danke für all das Kostbare, das du in sein Leben hineingelegt hast. Danke dürfen wir darauf vertrauen, dass er jetzt bei dir darf geborgen sein und geborgen bleiben bis in alle Ewigkeit. Schenk du allen, die um ihn trauern, deinen wahren Trost.
Amen. Ja, das ist für die heutige Kollekte. Zuerst darf ich noch die Kollekte vom letzten Sonntag verdanken. Es sind 821 Franken für den Verein Herz für Kinder Hilfe in der Westukraine zusammengelegt worden. Die heutige Kollekte ist bestimmt an G2W, Glauben in der zweiten Welt. Wir haben schon etwas gesammelt für G2W, zum Beispiel für die Unterstützung der Soldatenmütter in Russland oder Drogensüchtig in St. Petersburg oder das Jugendprojekt Arche. Geldflüsse nach Russland sind ja im Moment gestoppt, ausser wenn es für Gas oder Öl ist. Und darum geht die Kollekte für die Zweigstelle von G2W nach Polen und Ungarn, wo Flüchtlinge aus der Ukraine betreuen. Am nächsten Mittwoch, 20. April, trifft sich das KUW von der 4. Klasse von 13:30 bis 16:00 im Kirchgemeindehaus. Am Freitag haben wir dann den Konfirmandenausflug. Am Samstag ist Jungschar und Morbeni. Und am nächsten Sonntag ist am 10. Uhr wieder Gottesdienst mit Taufen. Meine Kollegin Pfarrerin Madeleine Koch wird durch den Gottesdienst am nächsten Sonntag führen. Und nach dem nächsten Gottesdienst gibt es dann auch einen Kirchenkaffee. Ganz herzlich danken darf ich heute Johannes Jacki an der Orgel, Albert Schranz, unserem Siegerist, schon jetzt der Abendmahlshelfer und Katja Hari hinter der Kamera für den Livestream. Jetzt stimmen wir in die Schlussstrophe 350 ein. Es segne uns der Herr. Ich freue mich, dass wir heute auch das Abendmahl feiern dürfen. Wer nicht zum Abendmahl bleiben kann oder bleiben möchte, kann die Kirche während dem Zwischenspiel nach dem Unser Vater Gebet und dem Segen verlassen. Ihnen allen wünsche ich bereits jetzt gesegnete Ostern und eine Osterzeit, die von der Liebe von Jesus geprägt ist. Jetzt bitte ich Sie zum gemeinsamen Unser Vater Gebet, der Sendung und dem Zuspruch von Gottes Segen aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden durch den Glauben, damit ihr reich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gnade von unserem Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott und Gemeinschaft vom Heiligen Geist sei mit euch allen. Amen. Wird alles projizieren. Ich tue alles an die Leinwand projizieren. Ah, aber du kannst sagen, was alles was ich. Die Liturgie werde ich auch einblenden, aber die, die es lieber vor sich haben, dürfen natürlich einen Zettel nehmen. Ich freue mich, dass wir jetzt am heutigen Ostersonntag das Abendmahl feiern dürfen. Wir feiern das Abendmahl nach unserer Liturgie, wo sie einblendet sind oder in den Händen halten. Natürlich ohne das Glaubensbekenntnis und das Unser-Vater-Gebet, das auf dem Liedblatt auch ist, weil wir das schon im Gottesdienst gesprochen bzw. gebetet haben. Das erste Lied wird der Kanon sein, Ehre sei Gott in der Höhe. Wir singen ihn zuerst einmal durch. Dann schlage ich vor, dass ihr da vorne rechts gerade weiterfahrt, dann vorne hinten rechts der erste Einsatz, hinten links der dritte Einsatz und der vierte Einsatz dann vorne. Und sonst so, wie es gerade kommt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater
und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden, auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen, Amen. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Bei Jesus Christus kommt unser Herz zur Ruhe. Darum bitten wir, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm alles und gib mich ganz zu eigen dir. Herr, wir haben gegen dich und unsere Mitmenschen gesündigt in Gedanken, Worten und Taten. Das tut uns aufrichtig leid. Darum bitten wir, vergib uns alle unsere Schuld und erneuere unser Leben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir hören, wie der Apostel Paulus die Einsetzung des Abendmahls bezeugt. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
der Leib vom Herr, gebrochen zur Vergebung von unserer Schuld. Der Leib vom Herr, gebrochen zur Vergebung von unserer Schuld. Kelch mit dem Blut von Jesus vergossen für uns, damit wir im neuen Bund mit Gott leben können. Wir fangen beim wandelnden Abendmahl da vorne an. Ihr könnt auch bei mir vorbeikommen fürs Brot und bei uns bei der Kirchgemeinderat den Kelch dann, und auf dieser Seite wieder retour. Kommt und esst vom Brot des Herrn und trinkt vom Kelch des Heils.
Gäste sein durften. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und gebe euch Frieden. Amen.